Samuel Schirmbeck, früherer ARD-Korrespondent in Algerien, hat linksorientierten Parteien im Bundestag einen unkritischen Umgang mit dem Islam vorgeworfen. Kritik am Christentum hat bei den Linken und den Grünen immer dazugehört. Sobald das Wort Islam fällt, hört das auf, sagte Schirmbeck dem Deutschlandfunk. Ihm zufolge gibt es keine Kritik am Frauenbild im Islam, am Umgang mit Homosexualität und keine Auseinandersetzung mit der Gewaltfrage. Stattdessen hofierten linke, konservative Islamvertreter. Deshalb seien liberale Muslime von den europäischen Linken enttäuscht. Schirmbeck beklagte zudem eine Schieflage in der Debattenkultur. Wenn man kritische Fragen in Bezug auf den Islam stellt, sprechen Grüne und Linke von Rassismus. Damit ist die Diskussion gekillt, so Schirmbeck. Die Titanen on Tour haben ihr Ziel im 2300 Kilometer entfernten Veliki Nowgorod bei St. Petersburg erreicht. Die Mitglieder und Freunde des Kaltblut-Zucht- und Sportvereins Brück bereisten die Strecke auf 9 Planwagen. Sie folgen dabei der ältesten europäischen Handelsroute Hellweg, um für ein versöhntes Europa einzutreten. Unterstützt wurde die Reise durch die evangelische Kirchengemeinde Brück. Also wir sind bombastisch empfangen worden von den Menschen in Veliki Nowgorod. Sie haben geweint, sich bekreuzigt, sie haben zugejubelt. Es war eine verrückt zusammengestellte Mannschaft aus allen Schichten der Gesellschaft. Es war vom Hartz-IV-Empfänger bis zum gut verdienenden Unternehmer, gläubige Menschen, ganz normale Brandenburger Heiden. Und wir hatten so viele Möglichkeiten zu scheitern, auch schon allein an unserer menschlichen Schwäche. Aber Gott sei es gedankt, wir haben es geschafft, wir sind da, wir sind in Veliki Nowgorod, die Glocke läutet hier. Christen haben den Auftrag, jeden Menschen in den Blick zu nehmen, unabhängig von Rasse, Geschlecht und Religion. Das sagte Germut Zimmermann, Prorektor der CVJM-Hochschule beim bundesweiten Fachtag für christliche Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft in Kassel. So könnten beispielsweise Sprachkurse und interkulturelle Freizeitarbeit geflüchteten Jugendlichen konkret helfen, heimisch zu werden. Ich denke daran, dass die Sportarbeit im CVJM natürlich vielfältig die Türen öffnen konnte und gerade auch da, wo möglicherweise noch sprachliche Barrieren sind, gute Möglichkeiten sind, schnell in Kontakt zu kommen. Für Mike Korsa, Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Deutschland, bedeutet der wertschätzende Umgang mit Mitarbeitern, dass sie sich auch schwierigen Diskussionen stellen. Die unterschiedlichen Gruppen im Bereich der muslimischen Organisation, wenn wir da miteinander sprechen, die erwarten von uns, dass wir klar Farbe bekennen, dass wir sagen, dass wir in Nachfolge von Jesus Christus sind, dass wir über unseren liebenden Gott reden. Das wollen sie. Und dann entsteht Partnerschaft. Der bundesweite Fachtag findet jährlich statt. Kooperationspartner ist die Wertestiftung für christliche Wertebildung.